Hallo und willkommen zurück zu Lost Ruins Folge 10. Wir sind, ach ja, hier, genau. Und kloppen Käfer. KäferInnen, sorry, KäferInnen. Ich wollte nicht, es tut mir leid. Das ist eine Truhe, aber da komme ich auch schon wieder nicht ran. Da muss ich wahrscheinlich noch höher? Wie soll ich denn noch höher kommen? Was ist denn, wenn ich hier versuche, ein bisschen zu cheesen? Was ist denn, wenn ich die hier benutze? Ja, das reicht auch nicht. Komm da nicht rüber. Na, vielleicht komme ich ja von links da nach oben. So, Circle wieder anlegen und weitergehen. Ach, Orkze. Ist ja süß. Keine Schande, bitte. Defeat 60 Bucks. Ey. Defeat 5 Orks. Ey. Achievements, Baby. Was ist denn, wenn ich das Circle auslege, abziehe und die Batterie anlege? Apropos, mir fällt gerade was ein. Meh. Wir müssen die Quest bei, mit der Batterie noch abgeben, ne? Meh. Ah, die schreibt mich an. Jetzt wird zurückgeschrien. So, tot ist sie. Sobald ich teleportieren kann, gehe ich mal zu der Ork-Lady zurück. Och, na, Alter. Kurz muss Mana regenerieren, aber Zeit. Oh mein Gott, er murdert. Das kannst du nicht blocken, ne? Nicht so wirklich. Das ist schon nice, ein Stein, ne? Hier könnte ich jetzt runterfallen, ich weiß aber nicht, was mir das bringt. Ist das? Nee, hier ist eine Truhe. Haben wir nicht irgendwo noch einen Raum, wo man runterfallen musste? Ach, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Kann das kaputt sein, wenn ich das machen will. Ist nicht so schlimm, ich habe mir etwas... Guck mal, wir haben noch eine Rakete benutzt. Wie wär's denn? Kann die gar nicht benutzen. Vielleicht brauche ich einen Rocket Launcher erstmal. Kann Wände kaputt machen, David. Wir haben mittlerweile so viele Waffen. Man kann übrigens auch die Waffen sortieren, aber werde ich nicht tun. Weil jetzt gerade weiß ich ja ungefähr, wo die Sachen sind. So, nein, ich bin dran vorbeigesprungen. Beim Springen habe ich gemerkt, dass ich ein Idiot bin und jetzt... Oh. Okay, dann latsche ich da wohl nochmal hin. So, jetzt aber. Bitte gib mir irgendwas Gutes. Holy Axe. Blutaxt. 4-8, Ignore Defense. 20% Schaden an Insekten, Biestern, Pflanzen. Und wenn man einen Gegner schlägt, heilt das. Okay. Naja, das ist nicht, was ich gesucht habe. Das ist doof. Ich würde aber gerne versuchen, irgendwie an diese Truhe ranzukommen. Ich muss doch da irgendwie rüber können. Da muss man doch rüber können. Ich kann auch keinen Walljump und nix. Ich kann auch keine Kisten beschwören. Das verwirrt mich. Keine Ahnung, wie ich da rankomme. Was ich jetzt auch noch machen will, ist hier einmal runterspringen, in der Hoffnung, dass ich tatsächlich was finde. Wo ich noch nicht war. Ne, keine Ahnung, wo ich bin. Okay. Schwierig. Schwierig, schwierig. Wir gehen mal zu der Ork-Lady zurück. Vielleicht gibt uns die ja die Möglichkeit zu Triple-Jumpen oder zu Double-Jumpen oder so. Vielleicht gibt es mir ein Jetpack. Ich habe keine Ahnung. Hallo Astarte. Bye Astarte. Ork Lady war... Warte mal, war das nicht der Raum, den ich schon geklärt habe? Das war... Da wollte ich nicht hin. Ork Lady war relativ weit rechts, aber ich glaube nicht so weit, nee. Da ist sie. Hallo. Hier ist, was du gesucht hast. Suavi dankt Mensch. Suavi macht starke Waffe. Ich will keine Waffe, ich will ein Jetpack. Suavi fertig. Suavi verkauft jetzt neue Waffe. Verkaufen? Du gibst sie mir nicht einfach? Suavi hat das nicht gesagt. Mensch kauft Waffe. Wenn braucht. Okay. Thunder Hammer. Okay, das ist ein... Das ist ein Hammer. Cool. Ruhig nicht. Bro, ja, alles nett.
So, wie complete ich denn jetzt die Quest da hinten? Mit der Sense. Und wie zum Geier komme ich da überhaupt hin? Oh mein Gott, ist das weit. Ja. Ich habe ja keine andere Wahl, als da trotzdem hinzugehen. Also, go. Okay, das ist der Raum. So, wie genau machen wir das jetzt? Weil ich kann ja immer noch keine Objekte auf den Boden legen. Kann hier durchrollen? Warte mal. Jetzt, wo ich jetzt sage. Ne, ich kann nichts auf den Boden legen. Ich habe auch keinen Spell für, ne? Was ist mit den Runen? Habe ich mir keine gekauft? Oh mein Gott, ich raste aus, Alter. Ah! Le Amboss! Le Amboss! Wird da drüben irgendwas aktiviert? Jetzt kann ich den da runterschlägern? Ah ne, den will ich aber gar nicht da haben, ne? Was genau will ich jetzt erreichen? Ich bräuchte den Amboss ja eigentlich da oben. Hier. Ach so! Ich kann den ja da oben hinkriegen. Warte mal, ich kann ja hier so machen. Dann fällt der runter. Stelle ich mich auf die Seite und knüppel ich den da schön geschmeidig rüber. Komm schon! Komm schon! Jetzt fahren wir das Ding nach oben. Dann schieße ich den da rüber. Könnte ein Stück dauern. Aber wir haben die Rätsel gelöst. Gut, dass wir den Campplatz gekauft haben. Ja, geil. Komm schon. I beg of you. Yes! We did it! Whoop! Ey! Richtig krass großes Gehirn. Hi! Ich hab den Hasen getötet. Ah, na endlich! Endlich bin ich frei von diesem... von dieser dämlichen Puppe. Kann ich sie haben? Hast du mich nicht verstanden? Es ist verflucht. Es wird dich für alle Ewigkeit heimsuchen, selbst im Tod. Klar. Aber guck doch mal, wie süß das ist. Tu, was du tun willst damit, Gewöhnliche. Ich werde in der Zwischenzeit etwas Ruhe finden. Ups, das konnte ich nicht. Ich hab's nicht gelesen. Auf jeden Fall, irgendwas mit hunderte von Jahren sind vergangen und ihr Königreich ist untergegangen wegen irgendeiner Hexe und jetzt kann sie endlich ruhen. Gut. Ah, das ist Waffe! An imaginary friend that can help you relieve stress. 2 MP, wenn der beste Freund attackiert wird. Ist ja funny. Okay. Aber es ist halt kein Schild, ne? Sorry, du bist kein Schild. Ich kann auch sogar die Sense behalten. No pain, no gain. 4 Schaden. Mit jedem Angriff stackt was hoch. Wenn der Effekt verloren ist, kriege ich 6 Bleed Damage. Pro Stack 60% Schaden, 1 Attack Speed und Enemy Attack Power plus 40%. Okay, das ist ja weird. Also basically mit jedem Schlag werden wir stärker, aber die Gegner auch. Und wenn wir die Charges verlieren, dann kriegen wir extrem viel Schaden. Das möchte ich nicht. Das möchte ich alles nicht. Aber wir haben das Rätsel gelöst, das ist mir eigentlich das Wichtigste gewesen.
Und jetzt weiß ich leider immer noch nicht, wie ich an die Truhe da oben rankomme. Gibt's irgendwas, was mir Movement Speed gibt? Scheinbar nicht. Abgesehen von der Maske. Was ist denn, wenn ich das mache? Dann die Sense anziehe? Muss was treffen, okay. Ups, das war daneben. So, jetzt schlage ich den. Jetzt habe ich den Effekt. Der hält jetzt ein paar Sekunden und irgendwann läuft der aus. Und wenn er ausläuft, dann müsste ich eigentlich Blutungsschaden kriegen. Da, wenn ich daneben schlage, oder? Ja. Wenn ich Blutungsschaden, dann bin ich schneller. Und ich glaube, wenn ich schneller bin, kann ich auch weiter springen. Und wenn ich weiter springen kann, komme ich eventuell in die Truhe. Erstmal speichern. Das könnte funktionuckeln. Müssen wir ausprobieren. Ansonsten haben wir, glaube ich, fast alles gesammelt, was zu sammeln ist, ne? Meine ich. Also wahrscheinlich haben wir alles gesammelt. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. So, du einmal auf die Schnauze. Sehr gut, ist runtergefallen. Jetzt kriege ich einmal Schaden. Oh! Das könnte klappen. Vielleicht muss ich nur besser springen. Ich muss den Raum resetten. Oh oh. Oh, ich krieg Blutungsschaden. Okay, ich reset den Raum. Ich reset den Raum. Ich reset den Raum. Ich bin doof. Ich hab den Raum resettet. Versuchen wir gleich nochmal. Gut, dass ich speichere. Ich speichere direkt nochmal. Also. Das könnte was werden. Ups. Bam in den Hinterkopf. Oh, shit. Warm in den Hinterkopf. Oh, ich blute. Ja, ich hab's geschafft. Nice. Ich bin so schlau, Alter. Ich hab so ein riesiges Gehirn, Mann. Wupp, wupp. So, wo ist mein Schild? Ich sterbe. Und meine anderen Sachen wieder reintun. Zack, das raus, das rein, das raus, das. Nee, das war's nicht. Was hatte ich denn an? Ach, ja. Oh, ich sterbe. Oh, ich hab immer noch Charges. Chicken. Amulet of Magic. Das klingt gut. Magic Spell Damage plus 50%. Lightning Orb Summoning Spell plus 2. Fire Orb Summoning Spell. Magic Sword Summoning Spell plus 2. Okay. Das ist interessant. Das heißt, habe ich die Batterie jetzt eigentlich noch? Nein. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt hier Summon Sword reinnehme, dann mache ich nicht 3, sondern 5 Schwerter. Okay, das ist natürlich extrem juicy, ne? Da komm ich. Wie komme ich denn? Wie soll ich denn. Komm ich auch nicht hin! Wer hat. Ach, ich glaube, ich, glaub, ich habe einen Shortcut gebrochen. Ich hätte, glaube ich, da gar nicht lang gesollt. Ich glaube, ich hätte hier lang gehen sollen. Dann da lang und dann hätte das funktioniert. So, hier ist noch eine Truhe, die habe ich übersehen. Ich muss erst mal schauen, dass ich jetzt lebend nach Hause komme. Ich sollte mich vielleicht einfach heilen, weil ich heile ja sowieso nur. Achso, warte mal, ich komme ja hier heilen. Okay. Das wäre knapp geworden. Ich gehe schnell speichern. So. Kann ich hier. Ah, ich kann hier bestimmt durchfallen, oder? Kann ich hier durchfallen? Kann hier nicht durchfallen?
Kann ich hier Durchfall? Kein Durchfall? Nirgendwo Durchfall? Verätzend. Wie komme ich denn dann dahin? Hä? Machen wir deinen Life Leech an? Ach, muss ich hier lang? Wie wär's mit ein paar Schwertern? Bisschen schneller! Ah, guck an. Was ich ja sehr mag an den Truhen ist, dass die halt selten sind, aber da sind halt immer gute Sachen drin. Minus 10 Max HP, 100% Damage, wenn HP 7 oder niedriger ist, Attack Speed hoch, wenn HP 7 oder niedriger ist. Boah, das ist ja ein crazy Item. Das ist ein crazy gutes Item, aber nicht für Papa. So, zischel die mal aus, Shane. Und danach zittelst du die mal nochmal aus und dann machst du mal deine Schwerter an. Und dann rennst du um dein Leben. Oh, die Schwerter sind aus, die Schwerter sind aus, die Schwerter sind aus, die Schwerter sind aus, die Schwerter sind an! Die Schwerter sind richtig an! Haha! Jetzt sind die Schwerter plötzlich gut! Ob ich damit den Boss richtig hart wegschreddern kann? Müsste ja machbar sein. Schauen wir mal. Irgendwo wird ein Boss sein. Achso, ich kann da rüber teleportieren. Okay. So. Mal gucken, ob wir jetzt wieder Untote rumkreuchen und fleuchen. Es sind Dämonen. Okay. Naja. Was wollen die denn machen? Ich hab das Gefühl, es wäre ganz gut, hier was gegen Feuer drin zu haben. Kommt mir nur gerade so. Das da. Juicy. Juicy, sag ich mal. Dieses... Huch! Ah, du bist tatsächlich ein Gegner, okay. Stirb! Böser Dämon! Let's go! Achso, schon tot. War drauf und dran, die jetzt noch weiter zu vermöbeln. Oh mein Gott, Bleeding. Holy shit, das hört nicht auf. Da oben ist irgendwas, was ich auszuchillen kann. Okay. Werde ich einfach mal von profitieren jetzt, ganz dreist. Da links komme ich wahrscheinlich nicht rein. Ich probiere es mal aus, aber... Oh, doch! Huh? So, der hat einen Schlüssel für sich in den Raum, okay. Yay, Geld! Eine Pfeffermühle? Collect every artifact? Holy shit, wir sind awesome! Item-Effekt plus 50%. Wow, das ist gut. Also, ich benutze halt nie Items, aber... An sich voll gut. Jede Menge Money. Bye! Hat die hier gewohnt, oder was? Naja. Ich bin wie so ein Blender. Mega nice. Halt. Geht's hier nach rechts? Nein. Aber was ist hier links? Ich mach schon mal meinen Schredder an. Ey, guck mal. Das ist Schleim Lady. Das hier ist die andere. Ich weiß schon gar nicht mehr, was das zweite war. Ein Eis-Dude. Das hier ist Yuri. Das hier ist Jun. Und das hier wird dann wohl Kana sein. Das ist ja clean. Alles schön sauber, ordentlich aufgebaut hier. Es ist ein sehr ordentliches und strukturiertes Metroidvania. Finde ich gut. Auch wenn es kein wirkliches Metroidvania ist, aber. Trotzdem gutes Game. Mit Titties. Ich wollte sagen, das sieht nicht gut aus. Ha! Oh, cool. Oh mein Gott, meine HP! Meine HP! Ah, oh, wo ist mein Mana, mein Heiltrank? Alter, ich brauche 15 Äpfel. Ah, das hält dann richtig lange. Oh, ist ja cool. Ich brauche einen ganz dringenden Heal. Heckbruch. Das da. Oh mein Gott, war doch nicht so viel Damage. Beruhig dich! Alter! Ich habe 84 Sekunden lang Blutung drauf. Warte mal.
Nullify ist Bleed Damage. Boop. Nice. Na, das geht so nicht. Oh nein! Oh. Immun! Immun! Der Grasier hier. Oh mein Gott. Das ist einfach eine Tür. Das ist einfach eine Tür, ne? Kann ich einfach aufmachen, oder? Ja. Radadadadadada! Nein, 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 mehr Life Leech, vielleicht sehe ich ja noch irgendwas. Da oben ist noch was. Da oben ist auch eine Truhe. Ich komme da überall nicht hin. So. Life Leech anmachen, der darf nie aus sein. Diesen Checkpoint, das ist gut. Hier kann ich jetzt nach unten fallen. Dann sind wir in dem Raum, den ich meinte. Aber das will ich nicht. Da möchte ich nicht hin. Ich sehe nicht, dass mir da irgendwas Böses passieren könnte. Ah, das ist geteilt. Oh, nein, 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 nein. Oh, ist meine erfrischende Cola, ey. Mm. Ich hab 2 HP und ich hab vollstes Vertrauen, dass ich nicht sterbe. Nur noch 2 HP und ich hab nur noch vollstes Vertrauen, dass ich nicht sterbe. Okay, ich hab vollstes Vertrauen, dass ich gleich in eine Falle renne und sterbe. Ah, hier ist wieder ein Klo! Ich muss wieder ein Bild für die Galerie nehmen. Das ist kein Secret-Klo, deswegen wahrscheinlich nicht. Guck mal, die kann nichts machen. Und die kriegt selbst in ihrer anderen, in ihrem anderen Realm kriegt die Damage. Ah, ne, kriegt sie nicht, aber ich krieg zumindest HP. Glaube ich. Stirb jetzt! Stirb, Dämon! Das ist doch lächerlich, jetzt lass doch mal gut sein. Ein Shuriken-Pack. Okay. Ich kann das Shuriken schmeißen. Wir gehen mal nach oben. Ist das der richtige Weg? Probably. Da wäre noch was zum Aufsprengen gewesen. Schauen wir mal. Castle Upper Sanctum Key. Hm. Das Bild. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist, die ist aus Skyrim. Die Dralle... Agonia Might, oder wie das heißt, das Buch. Das ist ja funny. Hallo, was machst du hier? Lass die. Hallo, ehrenwerter Gast. Ich bin die Maid des Schlosses. Ich putze hier für meinen Meister. Wächter? Hast du meinen Meister nie getroffen? Bist du vielleicht... ein Eindringling und kein Gast? Hm, nun, ich schätze, ich wurde eingeladen. Ah, das ist aber gut. Ich würde mir über die neuen Maids Sorgen machen, wenn das nicht der Fall gewesen wäre. Es wäre schrecklich, wenn noch mehr Ärger hier reinkommen würde. Es gibt noch andere Maids hier? Oh ja. Vor einer Weile, hat mein Meister hier noch einige weitere Maids hergebracht. Naja, eine davon sieht allerdings aus, als wäre sie der übelste Troublemaker. Ich meine, eine Wurst zu stehlen, die bestimmt war für meinen Meister, undenkbar. Ab mit ihrem Kopf! Sie hat eine Wurst geklaut? Die Wurst deines Meisters zu stehlen, ist das eine Ding, was eine Maid niemals tun sollte. Stimmst du nicht zu? Es tut mir leid, aber wenn du die neue Maid siehst, könntest du bitte diese Nachricht ihr überbringen. Ich benötige diese Wurst sofort zurück bei meinem Meister. Okay, wenn ich sie sehe, dann sage ich ihr das. Okay, dann... Weird, ich glaube mal dein Brot. Ich weiß gar nicht, wie das Gemälde hier heißt, aber man kennt es halt, ne?
So, ein Roboter! Mit Raketen! Jesus Christ! Das Einzige, was gegen Roboter hilft, ist mehr Gewalt! Nice! Ah, der Schlüssel! Und die Wurst! Ah! Das ist schon nice. Was seid... Achso, das ist drin. Ich wollte schon sagen, was seid ihr denn? Ich werde wahrscheinlich nie wieder etwas finden, was ich so schön aufschneiden kann wie diese dummen Kreaturen. Was könnte ihren ohrenbetäubenden, quietschenden, schrillen, durchdringenden Schrei überbieten, zusammen mit dem Blut, das rausspritzt? Die Eingeweide der anderen Kreaturen, die machen nicht so schöne Flatschgeräusche. Die spritzen nicht so schön herum. Ey, Kana ist übelst fucked. Okay, ich bringe der Frau jetzt erstmal ihre Brust zurück. Raketen! Hallo! Ich habe die Wurst gefunden! Oh, saftig und toll! Dankeschön, das ist definitiv die Wurst meines Meisters. Okay, ich verstehe schon, was hier abgeht, ne? Aber Leute. Aber wie hast du sie zurückbekommen? Ich glaube nicht, dass die neue Maid das einfach so zurückgegeben hat, oder? Hast du es eventuell mit Gewalt genommen? Ach, die wischt Blut weg, jetzt sehe ich das erst. Naja, sie hat es willentlich zurückgegeben. Oh, Gott sei Dank. Dieses Kind ist so ein Ärgermacher. Aber ich fürchte, dass ihr eines Tages Schaden zukommen könnte. Hehe. Naja, ich schätze, ich kann es im Ofen nochmal warm machen für meinen Meister. Danke für deine Hilfe. Oh mein Gott, ein Maid-Outfit. Hawk. Es ist nicht viel, aber bitte akzeptiere das als als Zeichen meiner Anerkennung. Ey, Maid-Uniform, ey. So, wie sieht ihr aus? Bestimmt. Saluti. Damage von feindlichen Gegnern plus 30%. Damage von männlichen Gegnern minus 50%. Besenschaden wird erhöht um 50%. Das ist ja funny. Gibt's dafür ein Kostüm? Ja, natürlich gibt's dafür ein Kostüm. Okay. Was habe ich jetzt abgelegt? Mein Mage-Ding. Hier. Ich brauche einfach die Magier-Sachen. Die sind so übertrieben gut. Warum würde ich die abziehen? Oder ablegen. So. Was ist jetzt hier? Kann ich hier nach unten springen? Nein. Hallo. Es ist so funny mit diesem Schwert, ne? Oh, guck mal, ein Feind. Oh. Hab mich one-shotted. Das ist ja frech. Jetzt muss ich auch die Quest nochmal abgeben. Naja, das machen wir. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich würde sagen, das reicht jetzt mal für heute. Ich habe jetzt irgendwie 10 Folgen aufgenommen heute. Das reicht doch mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Und dann, ja, ciao!